Der Herr sagt: Gehorcht meinen Geboten, so erkennt ihr die echten Kinder Gottes. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. März 2008. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Betreffend jenen, die sagen, dass der Heilige Geist niemals sagen würde, dem moralischen Gesetz, den 10 Geboten, zu gehorchen. Timothy, betreffend diesen verdorbenen Streitereien, die deine Gedanken plagen. Warum lässt du das zu? Timothy, was bedeutet ihr falsches Zeugnis für dich? Was hast du mit ihnen zu schaffen? Wird die Wahrheit dieser Sache nicht deutlich gemacht in den Schriften der Wahrheit? Habe ich nicht bereits all diese schiefen Wege begradigt mit diesen vielen Briefen, die von dem Gleichen stammen? Doch ich werde um meiner auserwählten Willen sprechen, für die Zahmen und die Ungezähmten, für die Demütigen und Ungeläuterten, die beide am letzten Tag in meine Ruhe eintreten werden. Diese Sünde ist schwerwiegend und sollte nicht auf diese Weise ausgesprochen werden. Und doch haben sie es verkündet, in völliger Ignoranz gegenüber der Wahrheit. Ja, sie bezeugen ihre eigene Schuld, weil sie die Torheit ihrer Wege nicht erkennen. Das sagt der Herr zu diesen nichtigen Kirchen, zu all diesen gesetzlosen Menschen. Ihr sollt den Heiligen Geist nicht lästern. Ich kenne euch nicht. Soll irgendjemand, der meinen Namen und das freie Geschenk verkündet, dann hingehen und es vor vielen Zeugen verdrehen, indem sie ihre eigene Gerechtigkeit verkünden vor den Menschen? Ich bin der Herr. Ich bin der Herr, eure Gerechtigkeit. Wie kommt es denn, dass ihr vor mich hintretet und sogar meinen Namen für euch in Anspruch nehmt und sagt: Der Herr wohnt in uns und durch die Kraft seines Geistes wandeln wir auf seinen Wegen? Ihr habt ganz gewiss ein falsches Zeugnis abgelegt. Ihr seid Satan gefolgt und habt meinen heiligen Namen gelästert, sogar auf höchster Ebene. Denn ihr setzt euch dafür ein, was ich verabscheue, indem ihr behauptet, dass der Geist des Allerheiligsten niemals sagen würde, dem moralischen Gesetz des Vaters zu gehorchen, welches heilig, gerecht und gut ist. Doch ihr fahrt fort mit eurer verdorbenen Rede und sprecht gegen das, was in mir selbst erfüllt und hochgehalten wird. Gegen das, was ich in mir selbst verherrlicht habe. Ihr beschmutzt das Heilige und den Teil von mir, den ich mit meinen Geliebten geteilt habe. Ihr entweiht das, was ich in ihre Herzen geschrieben habe, sogar in ihr Innerstes, wonach alle leben sollen. Gotteslästerung, Entweihung, große Torheit! Ihr habt die Gnade verdreht und den Urheber des Lebens zum Urheber der Sünde gemacht. Törichte Kinder, verdorbene Gefäße! Soll der Vater des Lichts seinen Heiligen Geist herabsenden? Ja, bis zur Ausgießung über alles Fleisch, nur um es dann gegen sich selbst stehen zu lassen? Der Herr kann nicht, noch wird er jemals gegen sich selbst geteilt sein. Deshalb, Timothy, und alle, die hörende Ohren empfangen haben, ihr wisst schon, durch welchen Geist sie reden, denn er hat schon einen Namen
und er ist jetzt gegenwärtig in der Welt. Denn es steht geschrieben, wie ich es durch meinen Knecht gesprochen habe und wie es durch den Heiligen Geist hervorgebracht wurde. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in den letzten Tagen einige vom Glauben abfallen werden, indem sie verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen Gehör schenken. Und diese Geister haben einen Namen. Man nennt sie den Geist des Antichristen. Soll ich nicht zurechtweisen? Soll ich nicht disziplinieren? Soll ich, ja, ich, diejenigen belohnen, die solche Dinge sagen? Haben sie nicht zur Rebellion gegen den Herrn angestiftet? Sie reden Lügen in Heuchelei und lassen ihr Gewissen sozusagen mit einem heißen Eisen versengen. Denn sie versuchen vergeblich, mich mit ihren Lippen zu ehren, während sie gleichzeitig ihr Herz weit von mir entfernt halten. Denn sie entehren mich, auch den Teil von mir, den ich ausgegossen habe, den sie aber erst noch empfangen müssen. Geliebte, die ihr euch selbst bei meinem eigenen Namen nennt, empfangt von mir. Wisst ihr nicht, dass der Heilige Geist von mir ist und euch auch dazu bringt, euch an alles zu erinnern, was ich euch gelehrt habe? Wie kann dann der Geist gegensätzlich zu mir sprechen? Kehrt zu mir zurück, wie ein Kind, und ich sage euch, dass ihr ganz sicher in meine Ruhe eintreten und all diesen Dingen, die über die Erde kommen, entgehen werdet. Oder unterlasst es und bleibt erhobenen Hauptes stehen, und ihr werdet ganz sicher erniedrigt werden. Eine große Demütigung am Tag des Herrn. Das sagt der Herr. So werdet ihr die Kinder Gottes erkennen. Sie halten die Gebote und haben das Zeugnis von Jesus Christus. Denn wenn einer kommt und das Zeugnis hat, aber nicht versucht, die Gebote Gottes zu halten, ist er ein Lügner und hat nicht empfangen. Und wenn einer kommt und sagt, haltet die Gebote, aber das Zeugnis von Jesus Christus nicht hat, so wird auch dieser als Lügner befunden werden. Sie kennen mich nicht, noch habe ich sie gesandt, denn der Sohn wohnt nicht in ihnen. Noch haben sie irgendeine Liebe zu Gott in ihrem Herzen. Unnütze Diener, denen es an Weisheit fehlt und die nicht in der Liebe des Vaters bleiben. Ihr Glaube ist nutzlos, denn das Wissen und die Erkenntnis Gottes ist von ihnen gewichen, was zur Folge hat, dass sie sich von all den bitteren und verkehrten Lehren der Mächtigen nähren. Sie lehnen das wahre Brot ab, ja auch das Wort aus meinem Mund, nach welchem alle Menschen leben sollen. Sie werden genommen und in die Finsternis geworfen werden. Denn ich sage euch die Wahrheit. Die Zeit wird sicher vergehen und die Tür wird verschlossen werden. Sie werden draußen stehen gelassen, von wo aus sie auf all das blicken können, was sie in ihrer Arroganz aufgebaut haben. Und über das nachdenken, worauf sie sich in ihrem Stolz gesetzt haben, auch über jede Lehre, die sie in ihrem Hochmut hochgehalten haben, während alles vor ihren Augen zerbröckelt und verbrennt. Doch der Herr ist nicht ohne Erbarmen. Sie werden ihr Leben behalten. Doch sie werden entkommen wie eines, das durch die Flammen entkommt, wie es geschrieben steht. Denn das Feuer des Läuterers wird siebenmal wüten, und es wird großes Heulen und Zähneknirschen geben. Und alle, die den Namen des Herrn an jenem Tag anrufen, wie auch der große Rest, den der Herr rufen wird, werden die Engel Gottes zum Menschensohn auf- und von ihm herabsteigen sehen.
deshalb bereut und kehrt zu Gott zurück in Wahrheit und verlasst all diese verdorbenen und bösen Lehren, die in den Kirchen der Menschen gelehrt werden. Kommt heraus und beweist mit neuen Werken, in einem reinen Zeugnis, das ihr wirklich empfangen habt. Zu einem wahren Beispiel für Christus in euch werdet, zu wandeln, wie er wandelte, zu tun, was er tat. Ein Leuchter, ein Leuchtfeuer der Hoffnung, das mitten in dieser Finsternis leuchtet. Ein erneuertes und geläutertes Volk für meinen Namen, im Namen des Sohnes. So wie es geschrieben steht, soll es getan werden, sagt der Herr.